Servus, Salve und Hallo. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich statt jetzt hier eben sowas zu sagen, Servus und Salve und Hallo, dass ich so Schnarchgeräusche einspiele. Ja? Aber ich habe nichts Gutes gefunden im Internet. Sonst hätte ich das wirklich gemacht. Tatsächlich ist das hier ein Schnarchmarkt. Das macht echt keinen Spaß. Ich meine, ich muss ja froh sein, heute hatten wir immerhin 130 Punkte Bewegung. Hurra! Hurra, erlebt! Ja. Aber ich finde es einfach mühsam, davor zu sitzen. Ja, man kann hier 50, 60, von mir aus auch 100 Punkte mitnehmen, das geht, ja. In den Einzelwerten ist es schon schwieriger. Die bewegen sich manchmal ein bisschen merkwürdig. Da war jetzt ganz gut mal die Siemens Energy. Aber auch hier, das ist genau das, was ich auf NTV gesagt habe, die Zahlen waren eine Gewinnwarnung. Und der Wert geht steil. Es ist immer der zweite Satz, der zählt. Die Zahlen an sich sind relativ uninteressant. Der DAX handelt im Moment hier um 17.29 Uhr bei 15.940. Man muss ihm zugute halten, er probiert es immer wieder. Ja, der ist immer mal wieder, geht dann runter und dann auf einmal gibt er sich Mühe hochzukommen. Aber er scheitert immer an dieser 16.000. Die alten Chartpunkte bleiben die neuen, 15.670 und 16.000. Ich gönn's dem DAX, wenn er die 16.290 sieht. Auch hier, ich bleibe bei dem, was ich im NTV gesagt habe. Kann sein, dass wir diese 300 Punkte noch nach oben machen. Aber die nächsten 2.000 erwarte ich nach wie vor eher runter. Wir sind von der Tagestechnik also bestenfalls neutral über den Trendfolger, neutral über die Stochastik. Wir hängen hier an der 20-Tage-Linie rum. Jetzt sind wir heute mal der Schlusskurs ein bisschen drüber. Ja, schick ist anders. Ich habe heute eins gemacht. Ich habe mir einen Jahresputz gekauft. Normale Optionsscheine auf den Index. Basis 16.200. Die haben eine implizite Vola. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber die haben eine implizite Vola von 14,3, 14,4. Was soll mir denn da passieren? Selbst wenn der jetzt 300 Punkte steigt, dann wird selbst dann wird die Vola ein bisschen steigen. Und ein Punkt Anstieg in der Vola heißt 1 Euro Anstieg im Put. Ja, also damit ist mein Depot für bis zum 23. März nächsten Jahres komplett abgesichert. Das ist mühsam, es ist langweilig. Ich kann das verstehen, wenn die Leute sagen, was soll ich an der Börse? Wir haben ja gehört, dass die Umsätze extrem gering sind. Kann ich auch verstehen. Jeder wartet jetzt auf die Einigung der Demokraten mit den Republikanern. Da wird es eine Einigung geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also das haben die immer so gemacht. Das machen sie schon seit Jahren und dann zocken sie halt rum und dann kriegen sie halt irgendwas. Das habe ich schon mal das letzte Mal gesagt. Ist langweilig. Ja, also das nehme ich gar nicht so ernst. Wenn, ist das mal gut für die nächsten, was weiß ich, 3, 4, 5 Handelsstunden. Der 4-Stunden-Chart bietet mir auch nicht mehr. Ja, mir gefällt die Kerze hier nicht. Das ist 4-Stunden-Chart, ist der von heute Morgen 12 Uhr, also heute Mittag 12 Uhr bis 16 Uhr, ist ein Shootingstar. Und wir hängen hier einfach rum. Wir sind leicht nach oben gerichtet über die Stochastik. Ganz, 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 ganz leicht positiv über den Trendfolger. Ich kann mit den 4 Stunden nichts anfangen, außer dass ich auch hier die 15.670 habe und oben die 16.000. Gucken wir mal die Stunde, da gab es nicht eine andere Kerze. Und das hier ist dein, das war um 15 Uhr, das ist dein Black Bozu. Ummantelt die vorangegangene Kerze und mehrere davor, also mehrere Körper der davor liegenden Kerzen. Das ist erstmal negativ. Ja, also die erste Zielzone ist bei sowas immer, in diesem Fall die 15.923. Das ist die, ja, die 20er Einheit im 60-Minuten-Chart. Aber wenn ich mir das hier anschaue, alles hier lang, kurz, kurz, alles hier negativ. Die Chancen, die 16.000 zu überwinden, sind nach wie vor vorhanden. Mit dem oder vor dem Hintergrund von irgendeiner tollen Nachricht. Von mir aus auch die Einigung. Aber der muss endlich mal Gas geben. Das ist ja hier, ziehen sich ja mehr und mehr Marktteilnehmer zurück. Und das ist natürlich doof. Ja. Aber je weniger Umsatz, desto schneller bewegt sich auch der Markt. Das muss man ganz klar sagen. Und damit gehe ich nochmal zurück auf den Tag. Die Bänder sind nach wie vor super eng. Die sind gegenüber dem, was war denn das, Freitag leicht sogar aufgegangen. Ganz leicht. 15.731. zu 16.007. Ja, aber das reizt mich alles herzlich wenig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe, glaubt es oder nicht,
Wie soll ich es auch, warum soll ich es ändern? Ja, es sind die gleichen Scheine wie immer. Ich lasse mal kurz hier stehen, lediglich die Hebel ändern sich ein wenig. Ich bin froh, dass ich diesen Put habe. Ich nehme es in Kauf, dass wir nochmal 300 Punkte steigen. Das halte ich nach wie vor für absolut möglich aufgrund von irgendeiner Nachricht. Aber jetzt hier die Hütte beleihen, long zu gehen, nö, das mache ich nicht. Es kommt am, jetzt muss ich mir überlegen, ach so, ja richtig, ich bin ja weg. Ich bin weg ab morgen Vormittag, ich gehe nach Berlin. Und da komme ich erst am Sonntag wieder. Das heißt, den Film gibt es erst am Sonntag. Nur, dass ihr das wisst, also nicht am Freitag drauf warten, der kommt erst am Sonntag. Und ansonsten wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.